Wer zuerst lacht, leidet. In Australien kann man zum Lachen nicht in den Keller gehen, denn Keller gibt es nicht. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Heute gibt es kein Video mit akribisch recherchierten Informationen und tiefgehenden philosophischen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ganz im Gegenteil, heute erzählen wir uns gegenseitig australische Witze und mit dabei ist Maren. Hallo Maren. Hallo Chris. So, wir haben Witze rausgesucht und die wollen wir uns erzählen. Einzige Regel: Die Witze sind schlecht und wer trotzdem lacht, der muss in ein klassisches australisches Vegemite-Sandwich beißen. Und Vegemite, das kennt ihr vielleicht, das ist so ein Brotaufstrich auf Hefebasis. Sehr, sehr salzig, unangenehm. Und ich habe es ja in anderen Videos schon gesagt, der Schlüssel zu erfolgreichem Vegemite-Essen ist, das sehr dünn aufzutragen. Und genau das haben wir hier nicht gemacht. Wir haben hier Nutella-like das halbe Glas aufs Brot geschmiert und mir wird schon übel, wenn ich das nur rieche. Das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ach so, und natürlich zwischen den Witzen werden wir euch natürlich über das echte Leben in Australien erzählen, sodass ihr auch am Ende des Videos hoffentlich sowohl unterhaltungstechnisch als auch informativ tiefenbefriedigt seid. Also, anschnallen, let's go. Maren, was ist das Einzige in Australien, was dich nicht umbringt? Keine Ahnung. Hohes Alter. Ich darf jetzt nicht lachen, oder? Nein, nein. Das fällt mir aber schwer. Mir fällt es nicht schwer bei dem Witz. Ja, jetzt doch mal. Jetzt hast du gelacht bei so einem... Ich kann sowas nicht. Bei so einem Drecksjoke. Na gut. Ich glaube, ich bin für diese Challenge einfach nicht gemacht. Boah, das ist so grauenhaft. Reicht auch so ein ganz winzig kleines Stück? Ja, ja. Sonst müssen wir gleich auf Toilette gehen. Oh, immer wieder schrecklich. Immer wieder schrecklich. Mhm. Mhm. Es hat halt das Handy geklingelt, du musst nochmal abbeißen. Du bist dran. Dein Witz. Okay. Was sind die bekanntesten 5 australischen Tiere? Ich weiß nicht. 5 Koalas. Okay. Okay. Na? So, denken jetzt mehr auf Kosten aller anderen Länder. Nicht unbedingt der von Australien oder Australien. Und der Witz daran ist, dass sich im Ausland kaum jemand mit dieser unglaublichen Vielfalt der australischen Fauna auskennt. Man kennt halt vor allem den Koala, vielleicht auch noch Känguru. Wenn man Glück hat, kennt man vielleicht noch so ein paar Spezialtiere wie Kakadu oder Kragenechse, aber das war es meistens auch schon. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass viele Tierschutzorganisationen in Australien sich auch um Koalas kümmern, damit sie einfach Fördermittel bekommen, weil das einfach das Tier ist, das so im Zentrum von allem steht. Genau, das nennt sich Regenschirmtierart. Ja. Also zumindest wortwörtlich übersetzt. Dabei ist ökologisch der Koala gar nicht unbedingt das nützlichste Tier, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, es gibt sicherlich Tierarten, die einen größeren ökologischen Beitrag haben. Aber ich möchte es mir nicht mit irgendwelchen Zuschauern verschätzen, die den Koala lieben. Und er ist ein tolles Tier. Und ich war in der Koala-Forschung auch aktiv. Und ist auf jeden Fall eine sehr schützenswerte, wundervolle Tierart. So, ich will dir den nächsten Witz sagen. Also, ihr lieben Leute, ihr hört auch gut zu. Ein Zollbeamter in Australien, der fragt eben jemanden, der einreist am Flughafen, sind Sie vorbestraft? Und der fragt zurück, wie ist das immer noch Voraussetzung? Aha. Gut, weiter. Darf ich Haha sagen? Ja. Haha. Gut, für den Joke sollte man die Geschichte Australiens kennen, gell? Also zu Beginn war ja Australien eine Sträflingskolonie und die Sträflinge, die bildeten die ursprüngliche Siedlungsbevölkerung. Lachst du jetzt wenigstens? Nein. Immer noch nicht. Ich habe mich ganz unter Kontrolle. Gut, okay. Das zählt noch, auf jeden Fall. Ich habe mich so lange zurückgehalten. Ach nee. Lecker. Mm. Oh. Gut, dann mache ich jetzt mal einen Wirtschaftswitz, hinter dem eigentlich ein ernstes Problem steckt. Was ist der interessanteste Wirtschaftsfakt über Australien? Sag. Australiens größtes Exportprodukt sind billige Souvenirs. Das ist auch gleichzeitig das wichtigste Importprodukt. Okay, ja. Reißt du? Ja, ich reiß. Ja? Okay, kurz zur Erklärung. Hast du gerade gelacht? Ich habe gelächelt. Also die meisten australischen Souvenirs, egal ob Tasse mit Känguru-Print oder Deko-Bumerange, die werden alle in asiatischen Ländern hergestellt. Mm. Und? Wie ist es? Wie Zahnschmerzen einfach. Ich finde, weil du ein Drittel mehr Körpergewicht hast als ich, solltest du auch eigentlich ein Drittel größeren Bissen nehmen, oder? Übrigens auf dem guten Vollkornbrot, das wir tatsächlich uns aus Deutschland haben schicken lassen. Zu einer besonderen Gelegenheit. Immer wieder schauerlich. Also, habt ihr eigentlich Vegemite schon mal probiert? Schreibt das mal in die Kommentare, lasst mich wissen, wie ihr das findet. Wurde übrigens in den 1920er Jahren von dem australischen Lebensmittelchemiker Dr. Cyril Perry Callister erfunden. Und das war ursprünglich, wer hätte es gedacht, gar nicht als Brotaufstrich gedacht, sondern wurde entwickelt,
um eine sinnvolle Verwendung für den Rückstand der Bierbrauerei zu finden, der als Nebenprodukt der Bierherstellung dann anfiel. Super intensiv und würzig, bitter, salzig. Also eigentlich alles, was man so nicht im Mund haben will, ne? Ja, mit so einem Hauch von Malzgeschmack. Mm, genau. Du bist dran. Okay. Dann mache ich mal was ganz Plattes. Ah ja, genau. Der ist gut, beziehungsweise der ist schlecht. Da trifft jemand, ein Deutscher in Berlin, einen Touristen und fragt ihn, wo kommen Sie denn her? Und der antwortet, Australien. Und der Berliner sagt, Sie lügen ja, Tralien gibt's ja gar nicht. Hä? Australien. Ah! Ich finde, der war so schlecht, dass du noch einen weiteren erzählen solltest. Außerdem habe ich ihn ja nicht verstanden beim ersten Mal. Dann bestrafst du dich eigentlich eher selber, ist dir schon klar, ne? So, Maren, fällt dir einer ein? Ja, ich habe mir so einiges zurechtgelegt. Ich habe was Religiöses. Oh. Okay. Warum wurde Jesus nicht in Australien geboren? Weil Gott keine drei weißen Männer und keine Jungfrau finden konnte. Okay. Okay, das ist ziemlich gut. Zählst du als gelacht? Eigentlich schon. Ah. Immerhin habe ich gerade meinen Seelenheil verschwendet und du musst nur in ein Vegemite-Sandwich reinbeißen. Sollten Religionswitze nicht davon ausgeschlossen sein? Leute, das ist alles nur Humor. Bitte nehmt euch nicht zu ernst, ja? Oh, ganz übel. Lass trinken. Kurze Pause, ist mein Kaffee und ich werde dich töten, wenn nein, du Kaffee trinkst. Nein. Lass einfach rein und sag nichts. Vielleicht kann man das dann zusammenschneiden. Ja, Till freut sich über diesen Clusterfuck beim Schnitt jetzt schon. Hin, her, zurück, vorne. Tut mir leid, Till. Also, Kinder. Hauptbestandteil ist ja Hefeextrakt, ne? Bekannt von Knorr und Maggi. So, wie sieht's aus? Soll ich noch einen nachlegen? Nein. Ist in Ordnung. Du kannst jetzt mal erstmal deine Seele detoxen und ich werde mal hier dich zum Lachen bringen. Woran erkennt man, dass ein Flugzeug, das in Australien landet, aus Deutschland kommt? Ja, wenn die Motoren ausgehen, dann brummt es im Inneren immer noch vor sich hin. Verstehst du? Schon wieder sowas. Ah! Weil alle meckern. Weil die Deutschen alle meckern. Die brummeln weiter vor sich hin. Ah, okay. So, Mann, weiter geht's. Der nächste gehört dir. Okay, mal nachdenken kurz. Wie wäre es denn damit? Was ist der Unterschied zwischen Australien und einem Joghurt? Kommt jetzt irgendwas mit Erddrehung? Ich weiß es nicht. Wenn man einen Joghurt für 200 Jahre in der Sonne stehen lässt, dann entwickelt er eine Kultur. Oh, das ist hart. Das ist hart. Da kann ich nicht... Oh, sehr schön, sehr schön. Das spielt keine Rolle, leg los. Ich mag was. Mm. So, warum gibt es in keinem Paralleluniversum einen Spider-Man, der in Australien von einer Spinne gebissen wurde? Weiß ich nicht. Na, wenn man in Australien gebissen wurde, dann stirbt man. Ja. Ja, ist gut, weil das ist halt so, wenn du hier in Australien lebst, dann lebst du halt auch mit Spinnen. Die meisten sind giftig. Jede Menge Rotrückenspinnen im Garten. Ne? Ist sehr realistisch. Wobei, wir wollen jetzt keine Angst machen. Natürlich, statistisch gesehen gibt es in Australien viel größere Risiken als Spinnen. Man teilt deinen Garten schon mit Friederfüßlern, muss man schon sagen. Ist halt, es passiert kaum was, ne? Und es gibt auch kaum Todesfälle, aber es ist schon korrekt. Ja, okay. Wusstest du eigentlich, dass Polen das einzige Land ist, wo der Boomerang nicht zurückkommt? Das ist aber gemein. Ja, kann man das noch sagen oder ist das zu... Du hast gelacht. Ach nee, ich hab's vergessen, aber ich hab das vergessen. Hau rein. Ja. Das muss. Yummy. Was passiert, wenn man den Teller nicht aufisst? Mhm. Schlechtes Wetter oder schlechter Sex? Oder wie sind denn die Regeln? Schlechtes Wetter, deswegen darfst du nachher für gute Wetter. Sonne sorgen und den Teller leeren. Soll ja nichts verschwendet werden. 3, 2, 1, beiß rein. So. Lecker. Mm. Can you smell it? Das war auf jeden Fall mal was sehr anderes. Mm. Weißt du, was ich übrigens an deinen Filmsessions sehr gerne mag? Was denn? Vor der Kamera sieht das immer so aus, als wären wir so ungefähr gleich groß, ne? Mm. Und keiner weiß, dass ich hier auf einem sehr, sehr hohen Kissen sitze. Ich bin sehr froh, dass du das gesagt hast. Was mich echt schockiert hätte, wäre, wenn du jetzt gesagt hättest, dass, was dir am besten gefällt, ist das gute Essen, das es immer gibt. Ja, also Gastfreundschaft wird hier groß geschrieben. So werde ich versorgt, wenn ich ins Studio komme. Alles klar. Wir danken euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und bis bald. Tschüss. Solche Sachen kannst du nicht über Religion sagen. Lieber 10 christliche Subscriber verlieren, als nochmal da reinbeißen.